Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Sticker-Album-Update. Und ich habe heute noch ein paar Sticker. Ja, noch ein paar sind das jetzt noch, die ich noch habe. Sind die letzten. Ich weiß nicht, ob ich noch weitere irgendwo her noch kriege. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, das sind jetzt die letzten 5 Sticker, die ich hier in das zweite Album einklebe, was ich habe. Oh Scheiße, hier ist gerade meine Flasche noch fast umgefallen. So, schauen wir mal ins zweite Album rein. Da bin ich ja nicht so weit, aber das ist mir auch egal. Das kriege ich sowieso nicht voll. Aber einen glitzernden habe ich ja. Und zwar hier Tschechien. Code habe ich hier. Ich denke, habe ich aber, glaube ich, schon eingelöst, oder? Ich habe die Sticker einfach rumliegen gehabt. So, da beginnen wir mit Nummer 29. Nummer 29. Ja, Nummer 29. Johann Cabay. Den habe ich, das war, glaube ich, mein letzter Franzose im anderen Album, den ich bekommen habe. Ich habe gerade so Lust gehabt, einfach Sticker einzukleben. Deswegen mache ich das jetzt noch schnell. Und ja, das ist, glaube ich, das letzte Album-Update, wo ich noch ein paar einklebe. Ja, mein Freund ist auf Urlaub. Ich weiß nicht, ob der die noch braucht. Deswegen dachte ich so, ich klebe die jetzt einfach in mein zweites Album ein. Er hat eh schon so viel von mir, so viele bekommen. Ja, Frankreich. Ich bin schon damals gefragt, ob er sie braucht. Hat er gesagt, nee. Braucht er nicht mehr. Vielleicht, er ist jetzt nicht so der Fußballfan, deswegen glaube ich, er sammelt die, glaube ich, nicht alle. So, machen wir mal weiter. Nummer 215, und zwar das ist Cornel Salata. So. Ja, das Update-Set ist hier natürlich nicht drin. Das gibt es bei mir nicht zu kaufen. Könnte ich eigentlich noch kaufen für das Album, aber ich glaube, das bringt das nichts. Dann habe ich halt ein Album, wo ich die nicht Dingens habe, die. Habe ich halt ein Album, wo ich halt die normalen habe und eins, wo ich halt die Dingens habe, die Update-Sticker. Mal weiter mit Nummer 343 und das ist Josh McGinnis. Oh, Nordirland. Oh, da fehlt, die fehlt sogar noch, die Nummer. Krass, eine der Irland, Nordirland habe ich aber viele. Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? So. So. Jetzt habe ich aber hier in Nordirland habe ich schon viele. Dann das brauchen wir jetzt nicht, das kann ich mehr. Kann man das eigentlich behalten, dass man für, wenn man irgendwann anders bestellt, dass man die dann noch kriegt, oder? Das kann man ja machen eigentlich, glaube ich. Ja, dann das Poster, da habe ich nichts. Hier Österreich-Poster. Das behalte ich hier mal. Zum Ausfüllen, der Bogen, den man ausfüllen kann. So, gehen wir weiter hier. So, zu den nächsten Stickern. Machen wir weiter mit Nummer 347. Das ist das Tschechien-Wappen. Hat mein Freund, glaube ich, nicht. Aber naja, er braucht sie ja nicht, deswegen klebe ich sie hier einfach ein. Dieses Sticker hat mir übrigens der Wolfram geschenkt, weil er zum Päckchen irgendwie bekommen bei einer Zeitschrift, glaube ich. Bekommt man ja manchmal dazu. Und deswegen, er hat gesagt, er braucht sie nicht, also kann ich haben. Ja, habe ich hier Tschechien. Dieser Sticker ist bestimmt 2 Euro in der Tauschbörse. Wäre er wert, denke ich mal schon. Weil diese Glitzernde sind ja mehr wert als die anderen alle. Weil er die keiner hat. So, und dann machen wir weiter mit dem letzten Sticker, Nummer 503. Das ist Alessandro Florenzi. Der letzte Sticker und ja, der fehlt mir auch noch. 5 Sticker. Einklebevideo ist das jetzt hier nur. 4 Minuten. Italien ist, haben wir jetzt schon einige. Da fehlen auch nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, die werde ich nicht bekommen, aber egal. Die wichtigsten habe ich ja. Eder habe ich nicht. Pelle habe ich nicht, aber. Candreva habe ich nicht, aber. Egal. Das macht nichts. Dafür habe ich sie in anderen Album. Ich habe noch so viele Doppelte. Die brauche ich einfach nicht. Die behalte ich einfach, Leute. Man weiß ja nie. Und ja, ich beende jetzt einfach das Video. Ich weiß nicht, Leute, ich glaube, es ist das letzte Album-Update, was ich gemacht habe. Das letzte, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwo Sticker irgendwo herbekomme. Ich denke nicht, aber egal. Das war es jetzt von diesem Video, Leute. Wir sehen uns dann irgendwann wieder, wenn wieder, ja, Sticker. Oder nee, ich glaube, das ist das letzte Sticker-Video von der Euro 2016. Ich habe gedacht, ich nehme es nur schnell auf und so ein kleines Sticker-Video. Haben eh alle Sticker gepasst. Also hier nochmal.
die 5 Sticker, die ich reingeklebt habe, sind alle schon jetzt verbraucht hier. So, tue ich das mal weg. Und ja, das war's für dieses Video, Leute. Wir sehen uns bei irgendeinem anderen Video wieder. Ich glaube, das ist das letzte Pack-Opening für die Euro 2016. Das nächste Pack-Opening wird voraussichtlich 2018 wieder sein. Ich weiß, lange müsst ihr warten, aber das nächste Pack-Opening kommt 2018. Da werde ich dann, glaube ich, die WM-Sticker öffnen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da hole ich mir, glaube ich, ein ganzes Display dann, also eine ganze Schachtel, und werde die dann öffnen. Wenn ihr das wollt, ihr könnt schon jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob ich das machen soll, wenn es dann soweit ist. Also Leute, ich beende das Video, Leute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, die letzten noch reinzukleben, Leute. Also, wir sehen uns dann morgen wieder bei einem Minecraft-Video oder sowas. Dann sehen wir uns morgen wieder. Und ciao.